Richard, 4:2 verloren in Salzburg. Wie schätzt du die heutige Niederlage ein? Ja, ich denke, Salzburg war heute in den 90 Minuten doch in einigen Teilen des Spiels einfach besser als wir, das muss man so sagen. Aber ja, wir werden das einfach gut analysieren, genau wie wir es die letzten Wochen gemacht haben, auch im Erfolg. Und heute halt mal nach einer Niederlage werden wir da wieder versuchen, die Woche gut zu trainieren und nächste Woche halt wieder das Beste zu machen. Wie sehr schmerzt aber auch dich persönlich, dass man heute nichts mitgenommen hat, obwohl man sich so viel vorgenommen hat? Ja, natürlich. Ich glaube, bei jeder Niederlage ist man enttäuscht, egal ob man jetzt in Salzburg ist oder egal woanders. Man spielt Fußball, damit man Spiele gewinnt oder Punkte holt. Und das ist uns heute nicht gelungen, aber wir werden alles daran setzen, dass wir es die nächsten Wochen wieder so tun werden. Dejan, 4:2 verloren in Salzburg. Wie schaut die Analyse von dir aus, von diesem Spiel? Ich muss sagen, dass Salzburg verdient gewonnen hat. Uns hat über 90 Minuten die Aggressivität gefehlt. Die zweiten Bälle haben wir immer verloren und da war Salzburg einfach heute der verdiente Sieger. Wie groß ist die Enttäuschung auch bei dir persönlich, wenn man sich so viel vorgenommen hat für dieses Spiel? Natürlich ist es, bin ich traurig und die ganze Mannschaft ist traurig, aber wir müssen nach vorne schauen. Wir haben nächste Woche wieder eine neue Möglichkeit, einen neuen Gegner und dort können wir auch gewinnen. Was waren deiner Meinung nach die Hauptgründe heute für die Niederlage hier? Jetzt nach dem Spiel schwer zu beschreiben. Also wir haben uns sehr viel vorgenommen vom Spiel und haben das eigentlich nicht auf dem Platz gezeigt, was der Trainer von uns wollte. Und es ist ganz schwer jetzt nach dem Spiel klar zu sagen, was gefehlt hat. Wie ist dir persönlich gegangen, auch nach deiner Verletzung heute? Mir ist gut gegangen. Zweite Halbzeit war die Luft schon ein bisschen draußen, aber jetzt habe ich noch eine Woche und dann haben wir Ried, ja. Die 4:2 verloren in Salzburg. Wie schaut deine Analyse des heutigen Spiels aus? Ja, wir müssen es heute anerkennen, dass Salzburg besser war, dass wir nicht so im Spiel drin waren. Und das ist das Einzige, was ich ein bisschen bekrittelt. Wir haben ein bisschen der Mut nach vorn gefällt, ein bisschen die Zweikampfstärke hat mir gefehlt. Und wir haben speziell erste Halbzeit haben wir wirklich im Zentrum riesige Probleme gehabt. Und so ist dann passiert, dass wir in den Rückstand geraten sind und haben dann eigentlich über die 90 Minuten wirklich seltenst dann Zugriff gehabt. Und ja, muss man leider akzeptieren und respektieren. Also so viel vorgenommen heute für das Spiel, Erster gegen Zweiter. Wie sehr schmerzt es auch dich persönlich, dass man da heute leider nichts mitnehmen konnte? Also mir schmerzt wie bei jedem Spiel. Mir ist es wirklich total egal, ob Red Bull. Ich glaube, es gibt auch bei Salzburg nur 3 Punkte zum Gewinnen. Die, was man mit einer Top-Leistung bringen muss, war heute dann nicht diese Top-Leistung, die was man braucht. Und so müssen wir schauen, dass wir, wenn wir die Möglichkeit jetzt haben, in Maßablauf, dass wir da haben wir noch zweimal die Chance, dass wir da das besser machen. Du hast ein 4:2 verloren in Salzburg. Wie sehr schmerzt diese Niederlage auch dich persönlich? Ja, die Niederlage schmerzt sehr. Wir haben uns heute sehr viel vorgenommen. Wir haben das leider einfach nicht so auf den Platz gebracht, wie wir es uns vorgenommen haben, wie wir es die ganze Woche trainiert haben. Das müssen wir uns ankreiden lassen. Wir waren, ich glaube, offensiv einfach zu mutlos im Ballbesitz und defensiv einfach zu unkonsequent. Wir haben eigentlich gewusst, was uns erwartet, welche Bälle sie sehr gern spielen. Und die sind dann trotzdem haben die zu die Tore geführt und das müssen wir uns einfach ankreiden lassen. War heute kein guter Tag von uns, aber wir müssen das jetzt analysieren, abhaken und dann aufs nächste Spiel Ried vorbereiten.